Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Varo. Und natürlich wieder mit am Start der liebe Weiß. Hallo, und ja, ich würde sagen, es sind zwei Leute auf dem Server, wir gehen drauf. Nein. So, wir waren ja unsere Nether verwirren hier, aber wir sind ja jetzt so gut wie am Spawn. Oh. Schade. Ah, genau, wir werden direkt gekickt in der Sekunde. Das ist natürlich jetzt schade. Wir haben gedacht, so, okay, wir gehen auf den Server, wir wollten jetzt nicht snipen. Wäre natürlich geil gewesen, wenn wir sie gefunden hätten. So, aber wir müssen. Warte mal, ich hatte einen Gang runtergefunden. Ja, hier war doch. Ah, ne, warte mal. Warte mal, ja, komm mal mit. Mach du mal, gib du den Takt vor. Bis jetzt hat das immer sehr gut funktioniert. Ja, gut, dann jetzt hier hat es in dem Fall schon mal nicht funktioniert. Ich guck kurz nach. Irgendwo geht's. Nein! Ich will keine Level mehr farmen. Ich habe keine Lust mehr. Das ist echt. Hier runter, hier genau, hier geht's runter. Sehr schön. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz eben die Gelegenheit nutzen. Ich habe auch den lieben Weiß gefragt, ob ich das überhaupt darf, ob das in Ordnung ist. Ich möchte ganz kurz sagen, dass wir, dass ich heute einen 24-Stunden-Livestream starte an diesem Tag. Links und alle weiteren Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, von heute bis morgen 24 Stunden durchzocken. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Ja, Links und so weiter findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall beim Zanderchen vorbei. Ja, wir müssen jetzt aber erstmal den Spawn finden. Genau, also sollte ich hier in diese Richtung eigentlich sein. Eigentlich. Wenn wir jetzt zu 0-0 gehen. Hier hat sich schon mal jemand hochgebaut. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Ja, aber pass bitte auf, ohne Scheiß. Nicht, dass du in den Gang reinläufst, ein Trap oder irgendwas. Hier ist eine Sattkasse. Bin da immer mega vorsichtig. Da vorne, da kann man rüberrennen. Da rennt man hier hin und dann wo. Hier irgendwo ist der Spawn. Hier irgendwo ist er. Der muss doch irgendwo hier sein. Ob der nicht vielleicht über uns ist? Nee, Höhe ist genau richtig eigentlich. Hier irgendwo. Ich weiß noch, das hatte ich auch zufällig bei Stegis Tod halt gesehen. Da rennen die noch hier drüber. Aber rennen die hierher oder kommen die so lang? Glaube ich. Und dann. Auf jeden Fall, wir müssen zu 0-0. Warte mal. So in die Richtung. Kommst du mal kurz mit? Hier jetzt. Ich bin bei dir. Warte mal, doch, glaube ich, so. Warte mal. Bin hier in deiner Nähe, mein Freund. Hier und dann links so. Ich bin echt ein guter Pfadfinder. Ja, das werden wir jetzt sehen, ob du ein guter Pfadfinder bist. Ja, das war. Oder ob du ein guter Quatschlaberkopf bist. Weiß ich nicht. Das tippe ich eher leider. Wo ist das Portal denn? Ich weiß es nicht. Das gibt's nicht. Wir haben uns im Nether verlaufen. Bei 0-0 auf jeden Fall. Wie kommt man denn jetzt zu. Hier, warte mal. So. Venicraft. Okay. Oh yeah. Geil, Alter. Das wäre mega fett, wenn wir jetzt einen Kampf gegen die hätten. Okay, warte mal. So, und jetzt kommen wir hier zu 0-0. Wenn wir jetzt hier langlaufen, wird irgendwo 0-0 kommen. Okay. 0-0. Ich glaube da vorne. Ja, wir haben's. Wir haben's. Ja, Sander. Aber jetzt chill, Alter, ohne Witz. Das ist richtig, das wäre richtig übertrieben, das wenn ist jetzt auf der anderen Seite des Portals wartet. So. Warte mal. Aber ganz ehrlich, er ist alleine, ne? Noch Basti ist noch gar nicht drauf. Stimmt ja, dann das raufnehmen. Hey, was geht? Hey. Ja, sollen wir vor. Ja, lass gehen, wenn Basti so lange noch nicht da ist. Ja, warte, Alter, warte. Bist du voll gegessen? Ja, ich bin voll gegessen. Okay, dann rein. Alles, was Beine hat. Ohne Scheiß. Geh auf den Goldapfel. Scheiß drauf. Okay, ist nachtperfekt. Ja, wir werden jetzt Spinnennetze farmen und ja, ab jetzt, ja, werden wir halt ab dieser Folge halt nur noch sowieso drauf gehen, wenn Leute drauf sind und halt, wir wollen nur einmal, uns war halt die Gefahr, deswegen machen wir noch diese Folge, wenn wir nämlich am Spawn dann, also in der Richtung da rauskommen, dann sind wir einfach ein easy Snack. Genau, deswegen mussten wir aus dem Portal raus, ja, und ihr werdet jetzt bald sehen, in der nächsten Folge wird auf jeden Fall mega viel Action. Ja, da wird sehr, sehr viel passieren. Sein. Also die nächste Folge wird auf jeden Fall richtig krass, weil, also wir können noch nicht zu viel sagen, aber es wird auf jeden Fall richtig krass. Nicht dein gutes Schwert verbrauchen. Ich habe jetzt, ja, habe ich gerade gemerkt, ich habe einen Hit gemacht, ey. Da ist eine Hexe, die töten wir jetzt einfach mal. Okay. Komm, so, der Redstone gedroppt, nice. ganz ehrlich, lass auf jeden Fall aufpassen, dass Veni nicht irgendwo ist, weil, warum nimmt der überhaupt alleine auf? Das darf man eigentlich gar nicht. Hä, darf man echt nicht? Nein, man darf nicht alleine. Warum alleine? Ist doch verboten. Also ich hab die Regel mal durchgelesen, da stand das, wenn ich mich nicht irre. Weil man ja ein Drecksverein ist. Ach so, war auch geil. Echt? Keine Ahnung. Ich hab das mal in den Regeln gelesen, keine Ahnung, kann auch sein, dass ich mich irre. Ja, ist auch egal. Aber es wäre so krass, wenn wir jetzt einen Fight gegen die hätten, ne? Das wäre übel. Die haben halt krasse Bögen. Wir würden im Fernkampf. Das stimmt. Im Fernkampf wären wir richtig krass. Warte mal, dann lass jetzt mal ganz kurz Pfeile craften. Dann lass irgendwo in Sicherheit gehen, Alter. Nicht hier mitten auf der Fläche. Ich folgte. Hier rein. Okay, dann schwimmen wir erstmal hier. Weil hier dann kann man auch so ein bisschen Namen gucken. Wenn hier ist, ich drop dir Flint und Sticks. Dann machst du einfach Pfeile jetzt aus. Ich hab Gravel, okay, in der Zeit. Guckst du, oder was? Ja, ich guck ein bisschen.
Weil ich mache ganz schnell eine Schaufel. Alles klar, ich habe 40 Pfeile. Mehr Flint habe ich nicht. Ich habe Gravel extra ein Stack die ganze Zeit dabei gehabt. Wir könnten jetzt Gravel farmen. Aber ganz ehrlich, lass uns doch jetzt eben ganz kurz die Bögen verzaubern. Ich habe einen, du hast einen, ne? Ja, aber uns fehlen doch Strings. Hey, ich habe einen Bogen. Wenigstens schon mal den Bogen verzaubern, den wir haben. Achso, den habe ich schon auf Power 1 gemacht. Ich habe meinen schon auf Power 1 gemacht. Okay, dann habe ich meinen jetzt auch auf Power 1. Ja. Okay, leider wird es gerade Tag, aber Spinnen ja, verbrennen zum Glück nicht. Vielleicht entdecken wir sogar noch ein paar. Erstmal mal kurz ganz kurz den Teil ein bisschen probieren. Irgendeiner checkt die ganze Zeit mal ab, die Lage. Ja, ich check auch die ganze Zeit, aber lass mal weitergehen, lass mal weitergehen. Gut, 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 lass mal einfach stehen. Ich habe jetzt 40 Pfeile, wie viel hast du? 11. Ja, warte mal, dann mache ich einfach Hälfte, Hälfte und dann hast du ein paar mehr, ist ja scheißegal. Oh, egal, ja, okay. Okay. So. Ja, das heißt jetzt eigentlich nur stupides Rumrennen und mal gucken, was passiert. Ja, aber das ist echt behindert, weil wir jetzt keine Spinnen mehr farmen können, ne? Ja, ist Kacke, aber wir können ja noch ein paar sehen. Wir können ja noch ein paar sehen, weil am Tag sind sie ja dann nicht weg. Und Essen brauchen wir dringend, weil ich habe nur noch 4 Steaks. Ja, genau, dann lass uns da lieber auf Essenjagd beides, gehen. Beides, einfach beides. Und gucken, dass wir in der nächsten Folge irgendwie an einer geilen Position stehen, als dass wir jetzt hier... Ja, ich würde halt schon nicht gerne am Spawn sein, so ein bisschen weiter weg vom Spawn, dass man den Spawn beobachten kann. Ich bin über dir direkt. Na, alles klar. Dann, ja, wir rennen jetzt einfach stupide rum und suchen Tiere und Mobs. Ich denke, das ist das Sinnvollste. Da ist ein Schaf. Ah, wollte ich schon sagen, da sind Schafe direkt. Denken wir uns. Das ist übrigens nur mein Fire-Aspect-Schwert, damit das Fleisch sofort gebraten ist, ja, mit dem ist ich gut. Hier gerade. Ja, sehr viele haben empfohlen. Wo bist du, Alter? Ich bin hier oben. Bei den Schafen. Hä? Ich bin zu einem anderen Schaf gelaufen. Guck mal, so schnell kann es gehen. Ja, so schnell kann es gehen. Kommst du mit? Oder fahren wir noch mehr Schafe? Und dann ist man getrennt und dann auf einmal sehen Basti GHG und Veni ein und dann ist scheiße. Dann lass mich die doch killen, dann sind die sofort gebraten. Ach so, ja, gut, schlaue Idee. Dann ist jetzt zack. Da ist ein Schwein. Da links ist auch noch ein Schaf. Kaputt machen. Dann braten wir die, Alter, und kriegen wir noch mehr XP. Hier sind mega viele Schweine und sowas alles. Ja, alles töten sind jetzt zu viel. Ich töte auch mit, weil alles was... Und guck bitte trotzdem, dass du permanent voll gegessen bist. Weil wenn wir in einen Fight gehen, dann ist scheiße, wenn wir nicht voll gegessen sind. Das ist grauenhaft. Und, ja, hier sind sau viele Schafe. Das ist gut, dass wir gleiches Essen dann haben. Ich will die einfach alle das. Noch ein Schaf. Hier ist noch ein Rabbit. Hier ist noch ein Rabbit. Schön. Und ist noch klar. Ein Schäfchen. Töten. Da braten wir sonst einfach gleich alles. Ja, ist ja egal, Alter. Warte, ich bin da. Hm? Rechts ist auch noch ein Schaf und dann geradeaus. Ja, gut, da. Ich kann die auch einmal anhitten, dass die brennen und dann kannst du die töten von mir aus. Das ist ja egal. Wir braten einfach gleich. Ich habe 7 Öfen, das ist in ein paar Sekunden durch. Und dann kriegen wir ja nochmal extra XP. Hinter mir? Hm, ich bin hinter dir. Dann geht's ja, einfach jetzt mal in die Richtung Essen vor. Wir jetzt hier einfach kriegen. Wollte ich schon sagen, das ist jetzt gerade richtig lucky. Weil Essen ist so schnell weg. Also man muss ja einfach sagen, in Varo haben wir bis jetzt eigentlich immer mega viel Luck gehabt, so, ne? Ja, das stimmt, also Essen und sowas, also gerade weil wir auch durch Spark und Kev hatten wir ja dann wirklich Essen in Mengen. Da vorne ist glaube ich noch ein Rabbit. Warte, ich komm. Ohne Witz, halt die ganze Zeit die Augen offen. Ja, ich gehe extra hier ein bisschen erhöht hin, mal gucken, was hier so abgeht. Dann machen wir mal, ich habe jetzt ein bisschen was braten, dann stelle ich jetzt mal ein paar, komm jetzt mal ganz schnell. Hier schön auf der offenen Fläche. Ich habe noch ein bisschen was, ja. Warte. Ich lege in den letzten was rein. Ansonsten hier, pass auf, komm her. Ah, danke schön. Dann kriegst du schon mal 7. Oh, da habe ich jetzt schon. Oh, hab ich jetzt wieder ein bisschen Essen. Warum ist die Kuh? Oh, nee, die ist so weit. Baut hier alles ab. Was Kohle ist überall richtig viel Kohle, ja. Aber Kohle habe ich sogar weggeworfen, mein Stack, weil ich 3 Stück hatte. So, warte mal. Wie viel Essen hast du jetzt noch? Ich hab noch voll viel, Alter. Ich hab noch 12 Pork-Chops. Ja, dann nimmst du die 2 Pork-Chops ja, von mal, mir, dann nehme ich die Matten. Ja, warte mal, dann nimm du das hier. Okay, dann. Ja, dann hab ich ja schon 22 Matten. Ja. Ja, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Stuff bereit. Ohne Witz, ne? Ich bin so, also ihr merkt das vielleicht auch immer, wenn ich konzentriert bin, dann hab ich immer meinen Mount, mein Mount. Mund. Mund! Hab ich dann richtig weit auf. Und bin immer sehr konzentriert. Hühnchen nimmst du am besten auch noch. Okay. Danke. Okay, dann haben wir jetzt schon wieder. Dann haben wir jetzt schon wieder was. Sehr schön. Ja, ich würde einfach sagen, weiter rumlaufen. Jo. Also die Sache ist halt, ey, wo sind Basti und Veni? Ey, so viel wie wir rumgelaufen sind, da muss man doch mal irgendwie was sehen, oder? Nee, eigentlich, die Map ist ja groß genug da unten. Das ist schon heftig, ne? Das ist schon echt übertrieben, wie groß die Map einfach ist. Also die Kuh holen wir uns auf jeden Fall, weil Kuhfleisch ist halt echt mega geil. Ja, da vorne. Und vor allen Dingen Leder, ne? Leder. Ja, dann könnten wir Bücher. Oh, da unten sind richtig viele Kühe.
Boah, Junge, ich hab Sander? gedacht, da sind die. Wo bist du denn? Andere Richtung, andere Richtung. Du bist da, glaube ich, Warte, dadurch. Ich komm. Ja, da sehe ich dich. Hallo. So, ich nehme die da oben, kill ich einfach. Dann ja. Unten alle killen. Muss ich mir erstmal hier hochbauen. Den Netherrack. Boah, Alter, was? Echt viele. Boah, richtig Alter, viele Schweine. Alter, Schweine auch. Okay, das was ist geht natürlich. Ab? Will ich natürlich ein bisschen was essen. Das ist viel zu gut, ey. Und da oben sind auch nochmal krass viele Kühe. Alter. Ohne Witz. Wie heftig. Ey, weißt du, was das Krasse ist? Wir können rein theoretisch sogar richtig viele Bücher machen, weil ich jetzt einfach schon ja, Bücher richtig viel Leder habe. Ja, und ja, Zander, dann haben wir jetzt einen Plan. Wir sind ja erstmal hier, glaube ich, gut geschützt. Also hier werden sie uns nicht finden, weil das gut abgelegen ist. Digga, ich habe jetzt einfach mal 21 Steaks und 13 Leder. Und ich habe nochmal 16 Leder. Krass! Ja, dann würde ich sagen, aber warte mal, wie viel Zucker? Ich habe noch 19 Sugarcanes. Ja, dann perfekt, dann würde ich sagen, machen wir hier eine Minibase auf. Dann stellen wir alles hin, Enchanter und ja, so. Warte. Und dann verzaubern wir uns mal Bücher und dann gucken wir mal, was so drauf kommt. Lass hier in den Berg rein. Weil wir können dann... Okay, dann lass machen. Dann, ich habe noch Cleanstone, das baue ich dann hinter uns. Ja, zu. Warte mal, aber ich habe keine Pickaxe mehr. Ja, ich mach schon. Warte mal, ich droppe dir hier Cleanstone. Die müssen wir uns gleich sowieso machen, damit wir in der nächsten Folge, falls was sein sollte, wir instant uns verziehen können. Okay, dann, ja, kannst reinkommen. Dann mal einfach zu mit Cleanstone noch. Ich habe noch Fackeln, glaube ich, ja. Beleuchtung. So. Okay. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt hier, dann stellen wir alles hin und dann, weil dann brauchen wir keine Strings für die Bögen und können jetzt so die Bögen hochpowern. Das ist natürlich krass. Ja. Okay, dann stellen wir alles hin. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe, wie viele Strings hast du denn? Ein. Kann man aus Wolle keine Strings machen? Ich glaube eigentlich nein. Eine logische Schlussfolgerung. Stell mal alles hin, bitte. Ich habe ja nur einen Enchanting, also zwei Enchanting Table habe ich. Ja, meine ich ja. Und dann brauchen wir noch eine Workbench, die mache ich kurz. Oh, und dann enchanten wir jetzt Bücher. Ja. Hast du noch Eisen? Ja. Ich brauche auf jeden Fall. Ich mache jetzt das ganze Sugarcane verbrauche ich jetzt zu Papier einfach. Brauch bitte ganz schnell eben Eisen. Wenn gleich irgendwas ist, dann kann ich mich wenigstens wegbauen. Dann, ich habe dir Papier auch gegeben, dann kannst du die Bücher machen. Ja, warte. Boah, Alter, ich habe so viel. Bist du sicher, dass man keine Wolle zu Dingens machen kann? Ich bin mir da nicht sicher. Das wäre für mich halt nur eine logische Sache eigentlich. Ich weiß, dass man Strings zu Wolle machen kann, aber ich glaube, andersrum geht das nicht. Andersrum geht das nicht? Nee. Okay. Wie ist das denn nochmal mit den... So, ein Leder und drei Papier, glaube ich. Ja. Dann machen wir so viele Bücher. Ja gut, dann haben wir jetzt sechs Bücher haben wir dann. Dann kriegen wir genau zwei Bücherregale raus. Ich will keine Bücherregale machen. Warum? Ja, wir wollen doch die Bücher enchanten und dann gucken, dass wir Power drauf. Wir kriegen ja dann Power drauf eventuell. Und dann brauchen wir keine Strings für neue Bögen. Das ist ja das Effektive. Jo, alles klar. Protection 1, Efficiency 1, Protection 1 krieg ich. Wenn wir tauschen. Guck du mal. Hast du? Ja, Sharpness, Knockback, Efficiency. Bringt uns alles nichts. Ja. Efficiency auf der... Ne, warte mal, Knockback, er bringt alles nichts. Okay, alles klar. Egal, dann verzauber einfach, geht ja nicht anders. Ja, dann mache ich Efficiency drauf und pack das dann auf meine Spitze. Ne, ist eigentlich Waste. Protection 1 können wir rein theoretisch für die Rüstung gebrauchen. Ja, genau. Protection 1. Efficiency, Protection schon wieder. Was soll ich machen? Immer Protection dann? Protection, falls es... Okay, dann immer Protection, wenn Protection da ist. Power 1. Power 1, sehr schön, nehmen wir. Dann habe ich jetzt einmal Sharpness 1 und Protection 1. Und dann habe ich hier Sharpness 1, Efficiency 1 und nochmal Efficiency 1. Okay, dann haben wir jetzt Baller zweimal. Sharpness. Dann haben wir jetzt zweimal. Ich habe jetzt zwei Protection-Bücher, einen Power und einen Sharpness. Also einen Bogen mache ich schon mal direkt auf Power 2. Ah, nee, ja, genau. Ja. Also ich habe halt kein zusätzliches Power noch. Ich habe jetzt dir auch alle Bücher gedroppt. Das heißt, du hast auf jeden Fall die ganzen die ganzen Protection-Sachen. Ja, eins nimmst du auf jeden Fall auch noch. Das Sharpness-Buch brauchen wir eigentlich nicht. Das können wir wegwerfen. Baller ich auf meinen... Auf was soll... Am besten auf meine Hose Protection 2, ne? Ja, ist zwar nur eine Eisenhose, aber ja. Haben wir noch Diamanten? Wir haben noch drei Diamanten, ja. Drei Stück leider noch. Dann packen wir einfach mal auf die Hose. Protection 2, alles klar. Okay, dann habe ich wenigstens Protection 2 Brustplatte, Protection 2 Hose und Protection 2 Schuhe. Das ist schon mal nicht so schlecht. Gut, dann habe ich jetzt auch Protection. Warte mal, ich habe nochmal Protection. Da kann ich nochmal meinen Helm auf Protection 2 machen. Ah, sehr schön. Gut. Gerade gesehen hier, Protection 2. Alles klar, dann ist jetzt meine ganze Rüstung auf Protection 2 verzaubert. Das ist schon mal geil. Also, ja, bei mir Brustplatte und Hose nur. Aber das ist gut. Ich habe dafür den Power 2 Bogen. Okay, aber wir haben... Ich habe noch 23 Leder. Haben wir keine Sugarcanes mehr? Nein, leider nein. Ich habe noch einen Sugarcane zum Anbauen, aber wir können das ja leider nicht mit Bone Meal hochzüchten. Das wäre ja richtig krass.
Ja, dann lass uns weiter suchen einfach nach Baumil. Sugar einfach Cane. Mal gucken. Oh, alles klar, bleib hier drin, bleib hier drin. Okay. Okay, alles klar. Warte mal. Kannst du noch mal einen da hinsetzen? Ne, ich hätte. Warte. Ist egal. Ist egal, wenn es gekickt. Ist klar, ich hätte sonst da Lava reingesetzt. Okay. Ja, das war schon. Die Folge ging total schnell um, hatte ich. Wow, Wahnsinn, ey. Aber wir haben auf jeden Fall versucht, mal das Beste rauszuholen. Also, wir hätten jetzt auch nicht zurückgeschritten, wenn Veni und Basti GAG da gewesen wären. Ich denke mal, dann wären wir auch in den Fight gezogen. Also, wir wollen auf jeden Fall kämpfen, weil, ja, was bringt es uns jetzt? Das wird, wie gesagt, wenn ihr die Folge gesehen habt, ich kann euch 100% versprechen, es wird abgehen. Also, genau. Das wird jetzt passieren. Okay, und ansonsten für alle Leute von meinem Kanal auf jeden Fall und für die Leute, die vielleicht von Weiß-Weiß heute Abend noch nichts zu tun haben, wenn ihr Bock habt, vergesst nicht den Livestream, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen, haut da rein. Zur nächsten Folge, tschüss.